Servus und hallo bei EchenTV ÜBV. Ich bin der Andi, ich begrüße dich zu einer neuen Folge Lotus Simulator auf unserem Kanal. Es freut mich sehr, dass wir heute aufnehmen, über da ich ja Dings machen. Landfall in restliche Strecke, der ja im Livestream nicht hingehaut hat. Aber egal, es kam heute Nacht ein neues Update raus von Wehrheim. Es ist die Linie 2 dabei. Die wollen wir uns natürlich auch anschauen und ich wollte euch noch was zeigen, was ich entdeckt habe gerade vorhin. Ich habe vorhin entdeckt, als erstes habe ich hier diesen Coronavirus. Mit der aktuellen Information zu Bus und Bahn entdeckt. Und das fand ich doch irgendwie ein bisschen. Die Frage habe ich noch nicht rein. Ich mache mal ein bisschen vor die Bahn. So, genau. Und jetzt machen wir noch ein Bildchen dazu. Und jetzt machen wir die Freigabe. Und können die Fahrgäste. Ich muss gerade nochmal das Fahrzeug nochmal neu laden. Deswegen sind hier einfach keine Passagiere vorne sind eingestiegen. Aber jetzt gerade wollen einfach gerade eine einsteigen, macht aber nichts. Sieht auch cool aus, Leute. Ich bin gespannt, wie lange unsere Folge heute wird, weil es ist auf einer längeren Strecke einfach, deswegen steige ich einfach mal ein. Es ist eine etwas längere Strecke und wenn ich mich überall so umschaue, dann wer weiß, wie lang sie wirklich wird, die Folge. Leider gibt es noch keine Fis. Sobald es eine Fis gibt, werden wir uns natürlich die beiden Linien nochmal neu anschauen. Das Update ist ja wirklich riesig. Und ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr so richtig an Linie 1. Ich weiß nur, dass die Linie 1 toll war. Pillow sind wir jetzt genannt. Hier genau. Okay, jetzt stehen hier auch ein. Und ich habe auch bei der Tür 1 auf Automatik gestellt. Nicht, dass wir jedes Mal die Tür 1 extra öffnen müssen. Genau. Liegt warum eigentlich nicht, weil es nachher ist hell genug. Noch. Ich habe auch heute auf 17:30 mal gestellt. Mal einfach mal als bisschen andere Helligkeitsstimmung. Genau. Aber der Roland, der macht da wirklich die Web ja wirklich wunderschön, finde ich. Und auch jetzt hier mit diesem Kopfstellpflaster, das sieht ja herrlich aus, muss ich sagen. Ich freue mich schon aufs Hamburg-Addon, muss ich schon sagen. Wenn es irgendwann mal rauskommt von ihm. Schön schick, muss man schon sagen. Ja, die Nachtzügel immer. Grünberg Markt. Wo ist denn hier der Markt? Gibt's wohl noch nicht. Ah, die Karte ist echt schön. Ibit ist gerade schwarz geworden, aber macht ja nichts, weil man eh keins. Hm.
Jede Haltestelle auch irgendwie anders gestaltet, finde ich sehr interessant. Oh, was ist denn hier los? Wollen die alle bei uns einsteigen? Schauen wir uns mal von außen an, bevor wir aufmachen. Schaut euch das an, die wollen alle bei uns einsteigen. Hätte wohl eine Doppeltraktion nehmen sollen. Ja, ja, immer die Nachzügler. Was ist denn hier? An Hansestraße, also immer will ich auf die 1 lang fahren. Aber. Schade, dass jetzt hier gerade das Wartehäusl schwarz geworden ist, aber. Wir wissen ja, los ist immer noch in der Entwicklung. Oh, schaut doch mal, wie voll die Bude hier ist. Ist ja krass. Ich hätte einen Doppeltraktion machen sollen. Ich finde jetzt auch den Bodenbelag immer sehr interessant hier auf dieser Karte, muss ich sagen, jetzt hier auch wieder bei der Haltestelle. Ja, wir halten eh. Wir sind nicht gerade die Stelle. Also irgendwie die Haltestellekarten irgendwie nicht geladen. Schade, aber manchmal ist es ja so. Was ist denn das für ein interessantes Gebäude hier? Hier ist so ein älteres, sieht auch so älter aus, und daneben. Was soll denn das sein? Und auch die Lesfahrzeuge finde ich immer irgendwie interessant, muss ich sagen. Interessant. Wo sind wir jetzt hier? Finde ich hier auch wirklich interessant. Hier wird der Eingang so gestaltet. Ah, jetzt haben wir die Haltestelle wieder. Super. Das freut mich. Na, trink. Was natürlich ein bisschen schade ist, dass man hier jetzt rechts ins Leere guckt, aber. Will das irgendwie noch ändern? Wenn man hier wieder einen anderen Bodenbelag, ist ja wirklich total interessant, muss ich sagen. Was der mit den ganzen Bodenbelägen macht. Vorne. Wie auch, schaut doch mal, wie die Schatten hier drauf fallen. Das ist doch richtig genial. Stadtgarten sind wir jetzt. Ich glaube, der Stadtgarten. Lasst mich mal kurz nach. So lang. Ich noch gut. Ah, ich finde es mit den Schatten genial, muss ich echt sagen. Hier.
Genau. Wir sind Stadt. Ja. Ah ja, genau. Die nächste Haltestelle. Die nächste Haltestelle ist dann der Posthof und dann kann man auch nur Kurzläufer fahren. Auf die Weiche ist richtig. Sieht aus, gut aus. Schaut euch mal jetzt. Schaut euch mal. Wo ist. Das sieht doch auch genial aus, so als würde man hier so in die Burg durchgehen. Also das finde ich auch wirklich jetzt genial gemacht, muss ich sagen. Ja, so ein Burghof irgendwie und so ein kleines Städtchen dahinter. Geniale Idee, muss ich echt sagen. Ups, hatte ich gerade nicht. Sind jetzt ausgestiegen? Das ist, wenn man auf die falsche Taste drückt. Hier ist irgendwie so ein bisschen abgefahrener Belag, irgendwie interessant, finde ich. Interessant, interessant. Okay, jetzt biegen wir hier rechts ab. Oh, jetzt fahren wir in die Altstadt, Leute. Allianz. Jetzt sind wir in der Altstadt. Langsam. Ich glaube, die westliche Altstadt hat die Linie 2. Ich mich jetzt richtig erinnere. Und ihm großartig Mist zu sagen. Genau. Hier ist der Posthof. Und hier könnte man. Ist es für die Fahrtrichtung? Also hier ist dann so eine. Wendeschleife für die Gegenrichtung. Ja, man kann hier also mit interessant, aber auch gestaltet irgendwie die Wendeschleife, muss ich echt sagen. Also, dass ich hier wirklich große Mühe gegeben, muss man echt sagen. Danke fürs Warten. Echt schön gestaltet, muss ich sagen, Leute. Also. Eine sehr schöne Karte, muss ich echt sagen. Mit zwei Linien jetzt. Das ist alte Wehrbrücke. Wie sieht es denn hier innen drin aus? Okay, sind einige schon wieder ausgestiegen. Okay, nicht mehr ganz so voll wie vorhin. Interessant. Wirklich schöne Karte, jetzt gehe ich hier halt mit, die gefällt mir wirklich gut, muss ich echt sagen. Schaut euch mal an, die unterschiedlichen Bodenbelage, ich finde es echt krass, muss ich echt sagen. Wie detailreich und wie kreativ er da gearbeitet hat, einfach Wahnsinn.
Das ist in der Altstadt. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier, okay. Muss ehrlich sagen, sieht wirklich hübsch aus. Opernplatz. Ob es Opernplatz oder Opernplatz heißen soll, kann es bestimmt mit B und nicht mit P. Hier ist ein kleiner Durchgang. Sehr interessant, finde ich, Leute. Wie findet ihr es? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr von dieser Karte, von dieser Map haltet. Was ihr von der neuen Hini 2 auch sagt. Ich weiß, also, dass mir die Linie 1 damals wirklich, wirklich gut gefallen hat. Aber ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr 100% an die Linie 1 erinnern. Ich weiß nur, dass sie mir gefallen hat, die Karte. Was ist denn da? Warte, was habe ich nie gehabt? Ah, okay. Hat die wohl nur nicht geladen gehabt. Richtig. Naja, war nicht richtig geladen, erstmal deswegen. Doch. Was? Doch, ich habe doch richtig gesehen, dass da was ist. Hier ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht. Von hier aus sieht man es nicht, von hier aus. Ja, seht ihr? Jetzt wieder unten nochmal was. Ja, da ist das Haus einfach unverkleinert und unten sieht man hier den Rest einfach. Ah, okay. Jetzt ist die Mauer gekommen, es hat die noch nicht richtig geladen gehabt. Okay, war nur eine Lade. Okay, dann nehme ich alles zurück. Das hat sich einfach nicht richtig geladen. Aber ich finde die Mauer echt hübsch, muss ich sagen. Kann die gleich einstellen? Ne, sind nur Raumstehleute. Gut, dann habe ich einfach einen Ladefehler. Ich finde aber jetzt einen interessanten Bodenbelag wieder. Das ist ja echt interessant. Ja, solange los in der Beta ist, kann solche Fehler einfach passieren. Und vorkommen. Würde ich mal so sagen. Aber schön gestartet, wirklich schön gestartet. Ich hoffe, die Weichen liegen richtig. Hoffe ich mal. Ich bin aber positiv gestimmt. Okay, hier ist wieder einiges los. Gucken wir uns auch an. Von draußen erstmal an. Natürlich, gut. Noch die Türen öffnen. Wo sind wir? Rathaus. Ah, ich sehe mal wirklich hier im Ortszentrum. Ach so. Die halten unterschiedlich.
Okay, jetzt verstehe ich. Okay, hier hätte die 2. Okay, das haben wir richtig gehalten. Ich glaube, die Haltestelle kennen wir doch von Linie 1. Oh, ja. Ja, die kennen wir, weil von hier kommen wir von der Linie 1. Stimmt, hier fahren wir irgendwie gemeinsam Streckenabschnitt. Stimmt, ich erinnere mich hier, also an hier erinnere ich mich jetzt wirklich. Wenn man die 2 vorne hält und die 1 hinten hält, irgendwie so. Jetzt erinnere ich mich wieder, also. Genau, ich erinnere mich. Ja, die müssen auch gemeinsame Umsteigepunkte ja auch haben. Und gemeinsamen Streckenabschnitt. Okay, sind wir einige ausgestiegen. Genau. Habt ihr es jetzt langsam? Verehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie, dass Sie zügig ein- und aussteigen. Vielen Dank. Hier ist schon interessant, dass wir jetzt hier wirklich Haltestellen haben, wo viel Leute einsteigen und Haltestellen, wo wenig Leute einsteigen. Finde ich echt interessant. Wofür jetzt wohnen? Das ist gleich nicht. Eigentlich irgendwelche Fiebsfeier oder irgendwas. Hab ich irgendwas übersehen? Kommt ja auch mal vor. Wie ihr wisst. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ach, kein Sinn, das ist.
Ah, okay, hier geht's doch gar nicht weiter. Okay, dann sehe ich geradeaus. Dann fahren die wohl noch ein bisschen zusammen. Wir dürfen nicht fahren. Also das gefällt mir mit diesem Faschendruck, das gefällt mir wirklich sehr gut. So was dann fahre ich jetzt einfach. Ah, schon schön gestaltete Karte, muss ich schon sagen. Was ich schon gesehen habe gerade. Archive 2 und 3. Die fahren hier in gleich. Also wird es auch noch eine dritte Linie geben, Leute. Und die fahren jetzt hier zusammen. Bis zum Schluss. Die sind noch viel zu schnell. Also nichts Neues. Aber hier sind wir ein bisschen mehr los an dieser Haltestelle. Ich finde es halt wieder, wie die Sonne auf die Bahn so scheint, ist schon herrlich. Interessant auch. Wirklich sehr interessant. Die Bodenbelege, die Gehwege. Sehr, sehr interessant. Ömerring. Genau. Die nächste Haltestelle ist dann wieder geeignet für Kurzläufe. Interessante Gestaltung, muss ich echt sagen. Oh, jetzt will ich gar nichts hier laden. Wo sind die Gleise einfach unterirdisch versteckt? Unter dem Kies.
Ich denke, wir einige ein. Pferdefahrgäste, bitte achten Sie, wir haben mehrere Türen des Fahrzeugs. Sie können in allen Türen einsteigen. Okay, das sind nur Stehleute. Vogt Tower Nord. Kurz überprüfen, Leute. Ich habe eine Vermutung. Und diese Vermutung. Das ist doch hier der Ring. Geht es hier? Ich höre die Wände schleift zu sein. Nee. Ich glaube, wir müssen hier schon weiter. Ich lese hier nicht nach. Aber hier ist eine Haltestelle. Also müssen wir auf alle Fälle geradeaus weiter und ich hoffe, er lädt sich danach. Nicht geändert. Ups, klar. Wir müssen nach geradeaus weitergehen. Wenn nicht, dann bitte ich um Entschuldigung. Aber ich weiß, sie ist hier der Betriebshof ist und die Wendeschleife. Aber höchst gestartet, muss ich schon sagen. Auch hier mit den Zäunen? Ja. Ich glaube, es ist hier gerade ein Kachelwechsel und es ruckelt gleich ein kleines bisschen. Aber ich hoffe. Darf man mal nachladen? Und dann wird schon klappen. Genau. War schon richtig. Südring, Vogtauer Straße. Aber bei so einer großen Krache und noch halt Performance-Probleme ist halt natürlich logisch, nicht alles reibungslos laufen kann. Aber schön gestaltet, wie muss man echt sagen, mit der erhöhten Fahrstraße hier schön hübsch gemacht. Ich hab mal kurz hier, damit der kurz Zeit hat nachzuladen.
Wir sind natürlich noch nicht auf der Flucht. Ich hoffe, da lädt sich gleich nach, damit wir dann auch weiterfahren können. Wahrscheinlich haben wir hier wirklich einen Karrenwechsel, wo einfach ein bisschen braucht zum Nachladen. Ja, ist irgendwie was, das ist gut. Ich hoffe, dass wir gleich wieder weiterfahren können. Also die FPS-Anzeige ist echt lächerlich bei diesen Spielen aktuell bei 10. Wenn man kurz weiter will, geht's ja dann. War nicht allzu schnell. Hier ist eine Haltestelle. Ich hoffe, er lädt die gleich nach. Hoffe ich zumindest, dass es sich... Stadtwerke Schönauer. Ja, ich habe heute auch das Schönauer-Repaint genommen. Wollte ich euch auch noch sagen. Ich hoffe, der lädt die jetzt gleich hier nach, weil... Sonst haben wir hier ein Problemchen. Ein kleines nur. Armensiedlung. Ja, es ist schon die nächste Haltestelle, die Endstation. Jetzt sind wir ja wieder da. Super. Lieber spät als nie. Wie man so schön sagt. Ja, ich hoffe, dass wenn sie wirklich jetzt an Performance arbeiten, dass es dann echt besser wird. Warte, ich sag, dass manche sie gar nicht funktionieren. Deswegen. Echt schick gestaltet, Leute, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich gut an mit Nefnus 20. Wir müssen uns auch dann halten, habe ich gerade zu viel gesehen. Ach shit, ist mir gerade egal. Das ist meine Form, doch. Ah, hier ist die Wendeschleife. Ach, wirklich für unterschiedliche Rasen und Gleistexturen. Finde ich schon sehr, sehr interessant, muss ich echt sagen. Vogtaue Nord, Endstation, bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Ich bin mal gerade, ihr wisst, ich bin wie immer neugierig. Und hier wäre die Linie 2. Und hier wäre die Linie 3 nach nirgendwo noch. Alles nicht nur so still, Leute. Aber interessant. Interessant gemacht, finde ich. Hier fährt der Bus. Vogtaue Nord.
22, okay. Also, da haben wir dieser Karte noch einiges vor. Ich muss sagen, auch hier ist es wirklich hübsch gestaltet, einfach. Und wirklich sehr kreativ. Den Zebrastreifen ein bisschen zu schräg anzulegen, statt gerade. Einfach sehr kreativ, muss ich sagen. Und auch hier die verschiedenen Bodentexturen. Einfach herrlich, Leute. Es ist wirklich herrlich, muss ich sagen. Und mir gefällt die Karte wirklich sehr gut. Und sobald die Fisch kommt, werden wir die Beine auf alle Fälle nochmal abfahren, um zu sehen, was sich so getan hat. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart in der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Servus Andi, macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, wann immer auch ihr guckt. Bis dahin, servus Andi.